Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video lernen wir, wie man dieses wunderschöne Muster für ein Dreieckstuch häkelt, welches ganz einfach ist und aus nur zwei Wiederholungsreihen besteht. Die Vorderseite sowie die Rückseite sehen gleich aus. Schauen wir uns Schritt für Schritt an, wie man das häkelt. Es geht los mit 6 Luftmaschen. Eine, 2, 3, 4, 5 und die 6. Diese Luftmaschenkette schließe ich zu einem Kreis, indem ich in die erste Luftmasche einsteche und mir einen Faden durch beide Schlingen ziehe, die auf der Nadel sind. 3 Luftmaschen, 1, 2, 3. Diese 3 Luftmaschen zählen als ein ganzes Stäbchen und ich häkel 2 weitere ganze Stäbchen im Kreis. Das erste und das zweite. Und nun habe ich jetzt insgesamt mit den Luftmaschen 3 ganze Stäbchen. 3 Luftmaschen, 1, 2, 3. Ich häkel im Kreis ein ganzes Stäbchen eine Luftmasche und noch ein ganzes Stäbchen im Kreis häkeln. Jetzt wieder 3 Luftmaschen, 1, 2, 3. Und 3 ganze Stäbchen im Kreis häkeln. 1, 2 und das 3. 5 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4. Und ich wende meine Arbeit. Zwischen den Stäbchen ist eine Lücke. In diese Lücke häkel ich jetzt 3 ganze Stäbchen. 1, 2, 3. 3 Luftmaschen. 1, 2, 3. Und nochmal 3 ganze Stäbchen in derselben Lücke häkeln. Das erste, das zweite und das dritte. Und so starte ich jede Reihe mit 5 Luftmaschen, 3 ganze Stäbchen, 3 Luftmaschen, 3 ganze Stäbchen. Weiter geht's mit einem Solomon-Knoten. Dafür ziehe ich meine Schlinge etwas länger. Mittelfinger und Daumen kommen zwischen Schlinge und Faden. Ich hole mit dem Faden durch die Schlinge. Dort, wo meine Finger sind, ist eine Lücke entstanden. Ich steche in diese Lücke, hole den Faden durch die Lücke nach vorne. 2 Schlingen sind auf der Nadel. Ich hole mit dem Faden durch diese 2 Schlingen. Und ich gehe zur nächsten Lücke zwischen den Stäbchen. Auch hier 3 ganze Stäbchen häkeln in der Lücke. 1, 2, 3. 3 Luftmaschen. 1, 2, 3. Und nochmal 3 ganze Stäbchen in derselben Lücke häkeln. 1, 2 und das dritte. Und so beenden wir jede Reihe mit 3 ganzen Stäbchen, 3 Luftmaschen, 3 ganze Stäbchen. 5 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5. Und ich wende meine Arbeit. Die Reihe mit den Solomon ist die erste Reihe und jetzt starte ich mit der zweiten. Und wieder in der Lücke zwischen den ganzen Stäbchen
drei ganze Stäbchen häkeln. Eins, zwei, drei. Drei Luftmaschen. Eine, zwei, drei. Und nochmal drei ganze Stäbchen in derselben Lücke. Eins, zwei, drei. Und somit habe ich wieder die fünf Luftmaschen. Ich habe meine Arbeit gewendet und drei ganze Stäbchen, drei Luftmaschen, drei ganze Stäbchen. Eine Luftmasche. Und hier sind die drei Stäbchen der letzten Reihe. Ich steche in die dritte Masche, in die Masche des dritten Stäbchens, also 1, 2, 3, in die Masche des dritten Stäbchens eine feste Masche häkeln. Eine Luftmasche. Und hier ist der Solomonknoten. Ein Faden ist unten, oben sind zwei Fäden. Ich steche in die Mitte, in die Lücke des Solomonknotens, unter beiden Fäden und häkel hier vier feste Maschen. Eine, zwei, drei, vier. Vier Luftmaschen. Eine, zwei, drei, vier. Und in derselben Lücke nochmal vier feste Maschen häkeln. Eine, zwei, drei, vier. Eine Luftmasche. Hier sind drei ganze Stäbchen. Diesmal arbeite ich in der ersten Masche eine feste Masche, eine Luftmasche und hier ist die Lücke zwischen den ganzen Stäbchen. Drei ganze Stäbchen in der Lücke häkeln. Eins, zwei, drei. Drei Luftmaschen. Eine, zwei, drei. Und nochmal drei ganze Stäbchen in derselben Lücke häkeln. Das erste, das zweite und das dritte. Das war die zweite Reihe. Machen wir die beiden Reihen noch einmal zusammen. Zuerst fünf Luftmaschen. Eine, zwei, drei, vier, fünf. Und ich wende meine Arbeit. Es geht wieder los mit drei ganzen Stäbchen in der Lücke zwischen den Stäbchen. Eins, zwei, drei. Drei Luftmaschen. Eine, zwei, drei. Und nochmal drei ganze Stäbchen in derselben Lücke. Eins, zwei und das dritte. Und jetzt häkeln wir wieder die Reihe mit den Solomonknoten. Ich mache einen Solomonknoten. Und gehe zu den festen Maschen, die ich in der Lücke des Solomonknotens gehäkelt habe. Hier sind die vier festen Maschen, hier die vier Luftmaschen und da die nächsten vier festen Maschen. In der Lücke, dort wo wir die Luftmaschen gehäkelt haben, in diese Lücke eine feste Masche häkeln. Und wieder einen Solomonknoten. Und ich gehe zur nächsten Lücke. Das ist die Lücke zwischen den ganzen Stäbchen. In diese Lücke drei ganze Stäbchen häkeln. Eins, zwei
und 3. 3 Luftmaschen. 1, 2, 3. Und nochmal 3 ganze Stäbchen in derselben Lücke. 1, 2 und 3. Wir sind mit einem Solomonknoten gestartet und jetzt haben wir 2. Diese Solomonknoten sind quasi unsere Zunahmen. 5 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5. Und die Arbeit wenden. In der Lücke zwischen den ganzen Stäbchen 3 ganze Stäbchen häkeln. 1, 2, 3. 3 Luftmaschen. 1, 2, 3. Und nochmal 3 ganze Stäbchen in derselben Lücke. 1, 2, 3. Und das ist jetzt die zweite Reihe, die wir häkeln. Und dieses ist die Reihe mit den festen Maschen. Erstmal eine Luftmasche häkeln. Und hier sind die 3 ganzen Stäbchen der letzten Reihe. In die dritte Masche eine feste Masche häkeln. Und eine Luftmasche. Und hier ist unser Solomonknoten. In der Lücke des Solomonknotens 4 feste Maschen häkeln. Unten ist ein Faden, oben habe ich 2 Fäden. In der Lücke 4 feste Maschen. 1, 2, 3, 4. 4 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4. Und nochmal 4 feste Maschen in derselben Lücke häkeln. 1, 2, 3, 4. Hier sind die 4 Luftmaschen, die ich in der vorletzten Runde gehäkelt habe. Hier sind die 4 festen Maschen, die 4 Luftmaschen, die 4 festen Maschen. Ich steche in diese Lücke und häkel hier eine feste Masche. Und jetzt gehe ich zum nächsten Solomonknoten. Auch hier in der Lücke 4 feste Maschen häkeln. 1, 2, 3, 4. 4 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4. Und nochmal 4 feste Maschen derselben Lücke. 1, 2, 3, 4. Eine Luftmasche. Hier haben wir 3 ganze Stäbchen. Hier häkel ich in der ersten Masche eine feste Masche, eine Luftmasche und in der Lücke zwischen den ganzen Stäbchen 3 ganze Stäbchen. 1, 2, 3. 3 Luftmaschen. 1, 2, 3. Und nochmal 3 ganze Stäbchen in derselben Lücke. 1, 2 und 3. Die zweite Reihe ist fertig. Man kann das Muster schon ein wenig erkennen. Machen wir die 2 Reihen noch einmal zusammen. Erstmal 5 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5. Und die Arbeit wenden. In der Lücke zwischen den Stäbchen 3 ganze Stäbchen. 1, 2, 3. 3 Luftmaschen. 1, 2, 3. Und nochmal 3 ganze Stäbchen in derselben Lücke. 1, 2, 3.
2, 3. Wir starten und wir beenden jede Reihe immer auf die gleiche Art. So, jetzt die erste Reihe. Das ist wieder die Reihe mit den Solomonknoten. Ich ziehe meinen ersten Solomonknoten. Und gehe zu den festen Maschen. Hier sind die vier festen Maschen, die vier Luftmaschen, die eine Lücke ergeben und die nächsten vier festen Maschen. In diese Lücke häkle ich jetzt eine feste Masche. Einen Solomonknoten. Und ich gehe zu der nächsten Lücke. Hier haben wir wieder die vier festen Maschen. Die Lücke, vier feste Maschen. In der Lücke eine feste Masche häkeln. Und wieder einen Solomonknoten. Und ich gehe zur Lücke zwischen den ganzen Stäbchen und beende die Reihe mit drei ganzen Stäbchen in der Lücke. Eins. Zwei. Drei. Drei Luftmaschen und nochmal drei ganze Stäbchen in derselben Lücke. Eins, zwei, drei. So, hier hatte ich einen Solomonknoten, dann zwei und jetzt habe ich drei Solomonknoten. Fünf Luftmaschen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und ich wende meine Arbeit. In der Lücke zwischen den ganzen Stäbchen drei ganze Stäbchen häkeln. Eins, zwei, drei. Drei Luftmaschen und nochmal drei ganze Stäbchen in derselben Lücke. Das erste, das zweite und das dritte. So, und das ist jetzt die zweite Reihe. Und diese Reihe ist die Reihe mit den festen Maschen. Also erst einmal eine Luftmasche. Hier sind die drei Stäbchen der letzten Reihe. In die dritte Masche eine feste Masche häkeln. Und eine Luftmasche. Und hier ist mein erster Solomonknoten. In der Lücke unter den beiden Fäden vier feste Maschen häkeln. 1, 2, 3, 4. 4 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4. Und nochmal 4 feste Maschen in derselben Lücke. 1, 2, 3, 4. Hier haben wir die Lücke vom letzten Solomonknoten, also in der vorletzten Reihe. Ich steche wieder in diese Lücke und häkel eine feste Masche. Und nun gehe ich zum nächsten Solomonknoten. Auch hier vier feste Maschen in der Lücke häkeln. Eins, zwei, drei, vier. Vier Luftmaschen. Eine, 2, 3, 4. Und nochmal 4 feste Maschen in derselben Lücke. 1, 2, 3, 4. Hier haben wir wieder den Solomonknoten mit den festen Maschen der vorletzten Reihe und hier die Lücke. In diese Lücke einstechen, eine feste Masche häkeln. Und hier kommen wir zum nächsten Solomonknoten, auch hier. Unter beiden Fäden vier feste Maschen häkeln. Eine, zwei, drei, vier. Vier Luftmaschen. Eine, zwei, drei, vier. Und nochmal vier feste Maschen in derselben Lücke. Eine, zwei, drei, vier. Eine Luftmasche und jetzt in der ersten Masche,
Hier sind die drei ganzen Stäbchen. Im ersten Stäbchen eine feste Masche häkeln, eine Luftmasche und ich beende die Reihe wieder mit drei ganzen Stäbchen in der Lücke zwischen den Stäbchen. Eins, zwei, drei. Drei Luftmaschen und nochmal drei ganze Stäbchen in derselben Lücke häkeln. Eins, zwei, drei. Es ist ein ganz einfaches Muster. Es ist wirklich super einfach zu häkeln. Zwei Reihen, die sich wiederholen. Wir machen das Ganze noch einmal zusammen. Wieder erstmal fünf Luftmaschen häkeln. Eine, zwei, drei, vier, fünf. Und ich wende meine Arbeit. In der Lücke drei ganze Stäbchen. Eins, zwei, drei. Drei Luftmaschen und nochmal drei ganze Stäbchen in derselben Lücke. Eins, zwei, drei. So, das ist jetzt die erste Reihe und in dieser Reihe häkeln wir jetzt wieder die Salomonknoten. Ich ziehe meine Schlinge lang, häkel meinen ersten Salomonknoten. Hier ist der Salomonknoten der letzten Reihe, die festen Maschen und die Lücke in der Mitte. In diese Lücke häkel ich jetzt eine feste Masche und noch einen Salomonknoten. Hier sind die nächsten festen Maschen, auch hier in der Lücke in der Mitte eine feste Masche häkeln und einen Salomonknoten. Hier sind die nächsten festen Maschen, auch hier in der Mitte in der Lücke eine feste Masche häkeln und einen Salomonknoten. Und ich beende die Reihe wieder mit drei ganzen Stäbchen in der Lücke. Eins, zwei, drei. Drei Luftmaschen und nochmal drei ganze Stäbchen in derselben Lücke. Eins, zwei, drei. So, die erste Reihe ist fertig und jetzt haben wir vier Salomonknoten. Also wieder eine Zunahme gemacht. Fünf Luftmaschen. Eine, zwei, drei, vier, fünf. Und ich wende meine Arbeit. Ich fange die Reihe wieder mit drei ganzen Stäbchen in der Lücke an. Eins, zwei, drei. Drei Luftmaschen und nochmal drei ganze Stäbchen in derselben Lücke. Eins, zwei, drei. So, das ist jetzt die zweite Reihe und das ist die Reihe mit den festen Maschen. Erstmal eine Luftmasche. Hier sind die drei Stäbchen der letzten Reihe. In der dritten Masche eine feste Masche häkeln. Und eine Luftmasche. So, und hier ist der Salomonknoten. In der Lücke, zwei Fäden sind auf meiner Nadel, in der Lücke vier feste Maschen häkeln. Eine, zwei, drei, vier. Vier Luftmaschen. Eine, zwei, drei, vier. Und in derselben Lücke nochmal vier feste Maschen. Eine, zwei, drei, vier. Hier ist der Salomonknoten der letzten Reihe mit den festen Maschen und in der Mitte ist die Lücke. Ich steche in diese Lücke und häkel eine feste Masche. Und gehe gleich zum nächsten Salomonknoten. Und auch hier vier feste Maschen in der Lücke. Eine, zwei, drei, vier. Vier Luftmaschen. Eine, zwei,
3, 4. Und nochmal 4 feste Maschen in derselben Lücke häkeln. Eine, zwei, drei, vier. Hier ist der Solomon-Knoten der letzten Reihe mit den festen Maschen. In der Mitte die Lücke, in diese Lücke einstechen, eine feste Masche häkeln. Und ich gehe zum nächsten Solomon-Knoten. In der Lücke 4 feste Maschen. Eine, zwei, drei, vier. 4 Luftmaschen. Eine, zwei, drei, vier. Und in derselben Lücke nochmal 4 feste Maschen häkeln. Eine, zwei, drei, vier. Hier haben wir wieder den Solomon-Knoten der letzten Reihe, die Lücke in der Mitte. In diese Lücke eine feste Masche. Und hier kommt der nächste Solomon-Knoten. Auch hier in der Lücke 4 feste Maschen häkeln. Eine, zwei, drei, vier. 4 Luftmaschen. Eine, zwei, drei, vier. Und nochmal 4 feste Maschen in derselben Lücke. Die erste, die zweite, die dritte und die vierte. Jetzt eine Luftmasche. In der ersten Masche, im ersten Stäbchen, eine feste Masche häkeln. Eine Luftmasche. Und ich beende die Reihe mit 3 ganzen Stäbchen in der Lücke zwischen den ganzen Stäbchen. 1, 2, 3. 3 Luftmaschen. Und nochmal 3 ganze Stäbchen in derselben Lücke häkeln. 1, 2, 3. Und das war's. Das sind die 2 Reihen, die wir stets wiederholen. Es ist ein wunderschönes und wirklich ganz, ganz einfaches Muster. Und wenn das Ganze größer wird, haben wir dann dieses sehr, sehr schöne Ergebnis. Es sieht ein wenig aus wie 3D. Das war's für heute. Vielen Dank für eure Zeit. Bitte nicht vergessen, unterstützt den Kanal mit einem kostenlosen Abo. Es folgen noch viele weitere schöne Häkel- und Strickmuster. Und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.